So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Kakalakak mit den Hexbug Nanos. Und wir packen das Spiel jetzt mal aus und gucken uns an, wie es funktioniert. So, das ist jetzt das gesamte Spielmaterial, das man am Anfang bekommt. Jetzt bauen wir das Ganze auf. Dazu drücken wir erstmal die Nieten hier in diese Vertiefung auf dem Spielplan. Die drückt man einfach rein und dann rasten die so ein bisschen ein. Das mache ich jetzt mal im Schnelldurchgang. So, dann kommt der Spielplan da drauf. Das sollte jetzt passen. Überall so ein Nupsi rausgucken. Dann legt man die Pfeilen hier rein. Und dann wird das Besteck da drauf gemacht, und zwar nach dem Muster, das in der Anleitung vorgegeben ist. Das heißt, hier eine Gabel hin. Dann haben wir hier noch so Messer und Löffel. Das mache ich jetzt auch im Schnelldurchgang. So, ich glaube, fast welches Besteck wo ist, ist egal. Jetzt kann man das immer so in verschiedenen Positionen drehen, dass man da so ein Labyrinth draus bauen kann, so einen Weg. Und hier gibt es in der Abbildung jetzt 4 verschiedene Vorlagen, wie man das am Anfang aufbauen soll. So, das wäre jetzt zum Beispiel ein möglicher Spielaufbau. So, dann nimmt man hier diesen Hexbug. So, dazu muss man hier ein bisschen stärker dran ziehen. Dann kann man den hier rausholen und hat dann, ich weiß nicht, ob da immer Unterschied, sieht so aus, als wenn da immer dieser Hexbug drin wäre. Den kann man dann hier auf der Unterseite einschalten, dann vibriert er. So, und dann ist das Spiel vom Grundablauf her auch super simpel. Ich spiele zu zweit gegen Dave und würfel natürlich auch für Dave, weil er hat so kurze Arme, er kann das nicht selbst. Dave hat hier die Falle, wo er die Kakerlake reinhaben möchte. Ich habe hier meine Falle. Die Felder für Spieler, die nicht mitspielen, werden einfach abgedeckt mit diesen Türen. Sprich, spielen wir zu zweit, decken wir 2 beliebige Türen ab. Spielen wir nur zu dritt, wird eben eine abgedeckt, damit die Kakerlake nicht aussehen, wenn eine Falle vom Spieler läuft, der gar nicht mit am Spiel teilnimmt. Und sobald die Kakerlake in unsere Falle gegangen ist und wir die eingefangen haben, kriegen wir so einen Kakerlakenchip. Wer zuerst 5 Kakerlakenchips hat, der hat gewonnen. So, der jüngste Spieler fängt dann an, schaltet den Hexbug ein, setzt ihn auf das Feld in der Mitte und dann würfelt man, und immer je nachdem, was ich würfel, darf ich das entsprechende Besteckteil drehen, irgendeins davon irgendwo auf dem Spielfeld, und beim Fragezeichen darf ich mir eins aussuchen. In der Praxis machen wir das Ganze an, dann läuft die hier rum und jetzt geht es los mit dem Würfeln. Ich darf jetzt einen Löffel drehen, also drehe ich den so, mache dem jetzt den Weg frei. Jetzt kann Dave eine Gabel drehen, die könnte er zum Beispiel hier drehen. Dann darf ich irgendwas Fragezeichenmäßiges drehen, das heißt, ich sage, ich drehe mal den hier hin. Dann darf Dave wieder irgendwas Fragezeichenmäßiges drehen, also will er den hier hin haben. Ich darf ein Messer drehen, Messer muss ich jetzt schnell gucken. Ich will, dass es auf jeden Fall hier bleibt. Eine Gabel darf Dave drehen, eine Gabel dreht er die hier. Und jetzt hofft er, dass das Ding wieder zurückkommt, also drehe ich schnell einen Löffel und da hat Dave schon gewonnen. Zack, das geht dann relativ schnell. Jetzt wird der Hexbug kurz ausgemacht. Dave bekommt einen so einen Chip. Dann wird das gesamte Besteck wieder in die Ausgangsposition gedreht, dass es wieder ist wie am Anfang. So ist, glaube ich, richtig, genau. Dann wird der Hexbug wieder in die Mitte gesetzt und das Spiel geht wieder los. Und diesmal fange ich jetzt an und auf geht's. Messer. Also das hier nehmen. Fragezeichen. Dann sagt sich Dave natürlich hier, komm her. Ich sag mir Messer. Halt mal da, Fragezeichen, sagt sich Dave, oh, dann mache ich mal weg so. Ich darf jetzt ein Messer drehen, drehe ich das wieder zurück. Dave darf ein Fragezeichen drehen, dann sagt er, hier, komm her. Ich drehe das Messer natürlich wieder zurück. Dave will eine Gabel. Jetzt ist das ihm umgefallen. Ich weiß nicht, ob es das nur allein wieder aufrichtet. Helfen wir mal. So, wer war dran? Ich, glaube ich, ich. Dann mache ich noch hier mal eine Gabel. Dave will jetzt einen Löffel, um das in die Richtung zu machen. Ich mache einen Löffel, damit ich gleich einen ersten Punkt habe. Dave sagt sich, stopp, du bleibst mal schön hier. Und, oh, geht weiter. Löffel, nein, nicht den Löffel. Ja, Punkt für mich. Geil. Wie ihr schon seht, ein eher hektisches Spiel, bei dem man eben schnell würfeln und schnell reagieren sollte. Immer gucken, den Würfel mal schnell wieder hin und her geben sollte. Und so eine Runde dauert in der Regel nicht lang. Vielleicht, wenn alle Profis sind. Aber dadurch, dass sich diese Hexbugs eben so komplett random bewegen, ist es eben ein sehr schnelles Spiel, ein sehr hektisches Spiel, aber total witzig. Also diese Dinger, die so einfach durch die Gegend flippen, die sind total cool, gerade bei Kindern beliebt, aber auch bei Älteren. Es gibt viele, die in vielen verschiedenen Varianten. Wenn ihr euch also andere Hexbugs gekauft habt, könnt ihr das auch damit spielen. Man sollte jetzt aber nur eins nehmen, aber man kann natürlich auch irgendwie parallel spielen.
Es gibt zum Beispiel auch noch die Variante, dass man verhindern möchte, dass ich die nicht in meiner Falle haben möchte, sondern immer wenn er meine Falle bekommt, dann bekomme ich halt auch einen Punkt, aber es ist ein Minuspunkt und wer zuerst 5 Minuspunkte hat, der hat das Ding verloren. Und da kann man sich natürlich auch, wenn man entweder dann 2, 3, 4 Hexbugs hat, Varianten ausdenken, wie man das vielleicht mit mehr Tieren spielt. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das auf dem Spielplan überhaupt Sinn macht, ob sie ständig selbst in die Quere kommen können, aber mit dem einen Ding hier geht das auf jeden Fall schon ganz gut. Habt ihr andere, könnt ihr eben auch noch andere benutzen. So, das wäre jetzt die zweite Möglichkeit, wie man das am Anfang aufbauen kann. Auch dann setzt man die Bilder hier auf. Ich fange an, würfel ein Fragezeichen, sag mal hier, komm mal in die Richtung. Dave sagt ein Messer, nee, komm lieber zu mir. Ich darf ein Messer hier umschieben. Nee, das wäre doof. Ich will hier das Messer aufhaben. Und dann sagt Dave ein Löffel. Zack, dann bleibst du schön hier. Ich bin wieder dran. Messer. Ich sag hier. So, Gabel. Dave möchte natürlich, dass der hier hinkommt. Ich drehe ein Fragezeichen wieder zurück. Ich mache mal hier die Tür auf. Und jetzt ein Löffel. Da, nee, das war nicht doof von Dave. Jetzt bin ich wieder dran. Zack, darf ich das hier aufdrehen. Das wird jetzt hoffentlich der erste Punkt für mich werden. Dave dreht den Löffel wieder um, macht den Weg frei. Ich muss hier den Weg zumachen vielleicht. Löffel sagt sich, Dave, hier, komm. Jetzt sperre ich dem schnell den Weg ab. Ja, ist doch alles gut. Lauf. Hier umdrehen und Messer. Zack, hat Dave gewonnen. Punkt und das war's. Ne, das war jetzt eben wieder so ein Beispiel. Eigentlich war das ganz gut. Ich hätte gar keinen Teil umdrehen wollen. Da wird dann eben in der Anleitung gesagt, dass die Mitspieler einen dann zur Eile drängen sollen. Also sagen sollen, jetzt mach irgendwas. Da kann man sich eben darauf einigen, dass man auf jeden Fall irgendwas machen muss. Und man kann auch sich darauf einigen, wenn nach 5 Sekunden man nichts getan hat, dann dürfen auch die Mitspieler vielleicht irgendwas drehen. Da muss man dann so eine Variante finden, dass es klappt. So, das ist die dritte Variante. Auch die gucken wir uns mal an. Dave fängt an. Hat ein Fragezeichen. Sagt, komm, hier gehen meine Richtung. Ich bin dran. Hier. Dann sagt sich Dave ein Messer. Das war total doof, aber egal. Dann muss ich hier wieder aufmachen, wenn er rauskommt. Fragezeichen sagt sich Dave, komm hier zu mir. Ich sag Messer. Ist schön die Richtung. Löffel macht er hier auf. Das war jetzt total hohl. Ich kann dann einfach mal hier aufmachen. Vielleicht ist das gut. Dave hat jetzt eine Gabel, das ist super für ihn, aber der Hexbug läuft nicht so, wie er will. Jetzt mache ich hier den Weg frei, das ist toll. Jetzt versucht Dave natürlich, den Weg hier wieder zu versperren, das klappt aber nur bedingt. Ich mache den Weg, Hilfe, hier auf, jetzt ist das Ding gefangen, das war schon mal ganz gut. Dann macht Dave den natürlich wieder auf, in der Hoffnung, dass er jetzt schnell zu ihm kommt. Ich sage, verdammt, zu spät reagiert. Also, ihr seht, eine Runde dauert eine Minute oder so höchstens, kann auch mal 30 Sekunden dauern, vielleicht kommt das auch nur 30 Sekunden vor, das sind dann doch mal 2 Minuten. Aber dadurch, dass dieses Ding hier so wild rumzappelt, ist es auch relativ unkontrollierbar. Man weiß ja nicht, geht er jetzt wirklich den Weg oder dreht er nochmal um oder zieht er dran vorbei? Ich meine, wenn er hier hinläuft, ist die Chance, dass er da reinläuft, schon relativ hoch. Aber ja, ein extrem witziges Spiel. Das ist dann die letzte Variante, auch die gucken wir uns mal an. Ich fange an und sage Messer, nehme ich mal den hier. Fragezeichen, sagt sie, das ist ja easy going. Ich drehe und vorbei. Das war vielleicht nicht die beste Wahl. Ich meine, man muss ja auch nicht da umdrehen, wo der Hexbug gerade langläuft. Aber das ging jetzt wirklich flott. Und so sind eben, also normal denkt man, 5 Punkte ist ganz schön viel. Aber dadurch, dass so eine Runde relativ schnell geht, also die Spielzeit ist auch angegeben mit, steht gar nichts drauf. Also dürfte relativ zügig gehen. Und ja, das ist Kakerlakack. Wie ich finde, ein extrem witziges Spiel, das man gut schon mit Kindern ab 5 Jahren spielen kann. Also sobald die irgendwie würfeln und relativ zügig danach hier was umdrehen können, ist das super witzig. Und ja, ob die richtigen Entscheidungen zu treffen, fällt eh schwer, weil es eben relativ hektisch ist. Und das kann eben auch die ganze Familie mitspielen. Also vielleicht geht es der Oma ein bisschen zu schnell, ist zu hektisch. Aber da hat eigentlich jeder Spaß dran, weil es einfach witzig, kurzweilig, nett ist und insgesamt eine tolle Idee. Genau wie Kakerlaloop, was ja auch so ein Würfelspiel ist, wo der hier dann unter dem Spielplan die ganze Zeit langläuft. Sobald der auf den Spielplan dann durch so eine Röhre kommt, hören alle auf zu würfeln. Und wenn der dann irgendwie die Spielfiguren von den Feldern geschoben werden, dann steht man halt da, wo man steht. Vielleicht hat man Glück und wird nach vorne geschoben, vielleicht hat man Pech und muss wieder ganz von hinten anfangen. Auch ein extrem spaßiges Spiel. Ich finde die beide gut, Kakerlakack gefällt mir, weil da einfach noch mehr Action ist mit dem Hexbug direkt, der ist halt die ganze Zeit da. Beim anderen ist er halt auch so eine ständige Bedrohung, daher finde ich Kakerlakack an sich eine Ticken cooler, aber es sind einfach beides nette Spiele, die kann man auch gut beide haben. Also dieses Spiel hier ist komplett anders als Kakerlaloop und Kakerlaloop ist eben ganz anders als Kakerlakack. Und wenn ihr Fans von diesen Dingern seid, wenn ihr ein witziges Spiel für Weihnachten oder für Geburtstag oder zum Zeugnis oder was auch immer haben wollt, dann habt ihr jetzt gesehen, wie es geht. Ich finde es super witzig. Ich denke, die meisten Kiddies auch. Und ja,
Das war es soweit von mir. Wenn es euch zuliegt, wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Sage bis bald und tschüss.